Anti-Nazi-Aktivisten berichten von einem Anstieg des antisemitischen Vandalismus in Deutschland. So wurden an der Holocaust-Gedenkstätte Buchenwald rechtsextreme Symbole auf mehrere Schilder gemalt. Ähnliche Vorfälle gab es an mehreren Orten im ganzen Land. Häufig sind diejenigen Gegenden betroffen, in denen die rechtsextreme Partei AfD von vielen Wählern unterstützt wird. Wer eine rassistische Gesellschaft fordert, wer Ideologien der Ungleichwertigkeit vertritt, der muss die Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus verdammen. Der muss die Axt anlegen an der Erinnerungskultur. Und deswegen erfolgen diese Angriffe auf die Erinnerungskultur und die Gedenkstättenarbeit aus der AfD. Buchenwald liegt in Thüringen, wo die AfD von 30% der Wähler unterstützt wird. Im Herbst findet dort die nächste Landtagswahl statt. Laut Meinungsumfragen liegt die AfD auf Platz 1. Der Thüringer Fraktionsvorsitzende der Partei, Björn Höcke, muss sich im April wegen einer Nazi-Parole vor dem Gericht verantworten.